Hallihallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einer Folge zu Among Us. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wir starten diesmal ein bisschen eher. Ja. Fly, you fools! Wer will mit mir laufen? Fly, you fools! Okay, ich habe ewig nicht mehr gespielt. Wie geht das wieder mal? Ja, Schlüssel. Was ist denn? Okay, David ist hier, hier Imposter. Ich bin sowas von einem Postal, Schlüsselfake, jawohl, Alter. Genau. Ja. Tschüss. Ciao. So, Leute, für die, die es bis jetzt nicht mitbekommen haben, wir spielen momentan noch zu fünft. Wir haben den neuen Voice-Mod mal angeschmissen. Das heißt, wir können jetzt mit Leuten reden, die bei uns nah in der Nähe stehen. Als wenn ich jetzt zum Beispiel mit Sven kuscheln würde, dann könnte ich mit ihm reden. Ich frage mich eigentlich, kann ich auch jemanden über die Kameras hören? Die reden wahrscheinlich miteinander. Warte mal, liegt zufällig ein Sven tot in der Ecke? Nein. Ja. Ich habe die jetzt auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen lauter gestellt in der App. Die heißt Crewlink. Ich verlinke das auch gerne mal. Jetzt muss ich erstmal zu Likes gehen. Und jetzt höre ich alle rumbrüllen. Weil man sieht natürlich nichts. Da einmal drauf drücken. So, Lichter sind wieder an. Wer liegt tot in der Ecke? Wer hat mich ausgesperrt? Oh, hi! Na? Hallo? Hallo. Hallo, was geht? Hallo. Scheiße, wo kommst du denn her? Ich hab hier an den Camps gegammelt und bin ich doch. Wollen wir das nicht erst einmal machen, wenn wir im Meeting überhaupt sind? Hallo. Ach ja, übrigens, ich hab heute eine Challenge, ne? Ich darf heute nicht lügen, abgesehen auf direkte Imposter-Fragen. Ah, okay. Ich mach mal. Also, ich muss immer sagen, wo ich war. Und ich darf dabei nicht lügen, auch als Imposter. Ah, okay. So. So, jetzt habe ich meinen Upload, werde von Dave umgebracht wahrscheinlich. Oh, wer das nicht hier ausgemacht? Ach nee, das ist Schwend. Erstmal Communications. Kann mir einer helfen, ich bin gerade blind. Alter, es müsste so eine Blindmod geben, dass du mich nichts mehr siehst. Gar nichts. Naja, man kann ja die View Inch runter. Wie hast du dich da jetzt durchgebackt, hallo? Wir sind fünf. Hi. Genau. Warte, hi. Ich gehe mal auf Leichensuche, ne? Ja. Oh, das muss ich natürlich noch mitnehmen. Weil es gibt doch bestimmt schon eine Leiche. Das kann man mir nicht erzählen. Nein, ich bin scheiße. Machen wir ein anderes Mal. Gobi, Gobi, Gob, wo bist du? Hallo? Meld dich doch. Ach ja, kann er nicht, wenn er tot ist. Habe ich da unten eigentlich eine Tasse? Ja, habe ich. Wir sehen es auch erst dann, wenn jemand tot ist, natürlich, wenn wir in den Meetings waren. Wir können nicht in die App gucken und sagen, der ist jetzt ein Geist geworden. Das geht nicht. Oh Gott, ich dachte, ich wäre gerade gestorben. Ich habe die Leiche nicht gefunden, will ich gerade sagen. Ich bin einmal oben gewesen. Ich habe mir fast gedacht, dass irgendwie er schon tot ist. Aber ja, ich auch. Deswegen habe ich ja gesagt, gehe ich mal eben kurz auf Leichensuche, weil ich mir dachte, einer ist doch bestimmt schon tot. Ja, ich habe es gelesen. Interessiert mich nicht. Also ich bin voll verwirrt, dass wir auf einmal miteinander reden können. Also Dave, nachdem ich dich verlassen habe, bin ich nach erstmal hier Laboratorium da oben gegangen. Medbay. Bin von dort nach unten, hab da meine Task dann auch gemacht und hab keine Leiche leider gefunden. Also ich war Medbay mit Schwänzel die ganze Zeit, dann ging das Licht aus, dann sind wir rüber Richtung Lights, dann ging das Licht schon wieder an, dann sind wir aber trotzdem rüber, haben euch beide getroffen, sind dann alle zusammen runtergelaufen. Ich habe währenddessen meine Wires gemacht, genau gegenüber vom Camp, schon ihr da vor der Tür bei Electric geredet habt. Und dann bin ich runter Office, hab da meine Wires gemacht und ich bin fast fertig mit meinen Tasks. Wie sieht's bei euch aus? Ich muss auf jeden Fall gleich noch hier oben das Labyrinth machen. Ich habe keine Ahnung, Shining ist das. Das war ja die goldene Regel. Shining, wo warst du? Ich hab doch gerade gesagt, ich bin oben langgelaufen, nachdem ich bei euch bei den Lichtern war.
Ja, hab da in das Medbay geprüft, davor habe ich euch ja schon gesagt, dass ich die ganze Zeit an den Camps gegammelt hatte. Ja, hast du hatte ge- ich hab dabei auch Orange gesehen? Oder hast du mal mitgenommen? Ich habe anfangs gesehen, dass Communications Lele und Guap beieinander standen. Guap hat sich die ganze Zeit nicht bewegt. Wer? Guap stand mir gerade eben bei Communications. Ja, Orange. Ne. Okay. Und danach bin ich von den Camps weggegangen, dann ging Licht aus, dann wart ihr alle bei mir. Und danach bin ich halt Medbay rübergerannt, hatte Dave sogar noch gesagt, ich gehe jetzt auf Leichensuche. Und danach bin ich nach unten gegangen, ich hatte keine Leiche leider gefunden. Dann kam der Emergency Call. Also ich war die meiste Zeit eigentlich bei Schwänzel. Wahrscheinlich ist das. Ja, müssen wir jetzt wohnen oder müssen wir jetzt nicht wohnen? Ja, müssen wir nicht. Wir haben nur einen Imposter, keine Sorge. Ja, okay. Aber können wir die hier Findigkeit, glaube ich, noch. Also bei zwei hätten wir jetzt schon verloren, Leute. Ja. Aber ich meine, jetzt die Reichweite, können wir die irgendwie nochmal runterschrauben? Die kann ja, ich ja, nach der Runde runterschrauben, ja. Weil ich habe teilweise gehört, wo ihr gar nicht bei mir in der Nähe war. Ja, dann ja, schalte ich die gleich mal auf eine 2,5 mal runter. Okay. Ich glaube, das ist ein guter Plan. So. Ja. Und ich ja, mach das nur, weil du mich wieder verdächtigst. What the fuck? Was? Okay, es ist übrigens sehr ungewohnt, euch in meiner Nähe hören zu können. Das ist richtig ungewohnt. Aber ich könnte mich dran gewöhnen. Ah, das ist ein Hündchen. Hallo Hündchen. Ich habe ein Kind, das ist nicht. Halt. Ich habe nur einen Hamster. Och halt so, nö, ich hasse das Ding. Irgendwer wird schon die Lichter machen. Kann ich endlich mal mein Labyrinth schaffen? Ich bin ja zu doof dafür. So. Das ist da. Labyrinth geschafft. Immer noch Lichter aus. Ist hier in einer? Hallo? Warum ist denn keiner bei den Lichtern? Moin! Ey, ich will hallo. Die ganze Zeit nicht reden, ne? Das ist so schlimm. Hallo? Warum willst du denn nicht reden? Oh mein Gott! Salam alaikum. Salam alaikum, Chance, dass ich nicht vorbeikomme. Das erklärt, warum du nicht reden willst. Ja. wo muss ich denn überhaupt hin? Ach, da unten. Ja, zweite Runde. Wir haben gerade eine halbe Ewigkeit warten müssen, weil einer Probleme mit dem Voice Mod hat, aber ganz ehrlich, die haben wir gerade alle noch zu Anfang. Übrigens, in die Kommis natürlich schreiben, ob ihr mehr solche Runden wollt. Wir hätten auf jeden Fall Bock, weil uns macht das mega Fun mit dem Mod. Ich bin schon wieder zu doof. Danke. Geschafft. Natürlich direkt die Vitals prüfen. Ich muss einmal Specimen. Ich bin mir, bis die Likes mal gefixt sind, gucke ich hier mal. So. Okay, leben noch alle. Dann kann ich ja in aller Ruhe da rechts hingehen. Es bringt natürlich was, dem Voicebot anzuhaben und dann niemanden in der Nähe. Oh, hi, Dave. Der Doktor. Hallo, hallo, Doktor Kumpel. Ich wollte eigentlich nach Specimen. Leben denn eigentlich noch alle? Ich war gerade eben bei dem einen Teil hier oben. Oh, Quapp, wann bist du dazu gekommen? Uff. Ich erschreck mich noch. Oh, hallo. Schwarz ist tot. Hallo. Schwarz ist tot, warte mal. Das kann doch nicht lange her sein. Ich habe noch geguckt, musste... bis nach den Likes waren noch alle am Leben. Schaut mal im Bett, schaut mal. Ich lauf dir mal hinterher. Ich komm. Ich war mit mir in Medbay. Ich bin bei dir. Okay, warte mal. Ist er hier? Ne, hier liegt ja nicht. Ich kann das mit der Reichweite noch gar nicht so einschätzen, ne? Ich guck mal unten. Ich muss da eh hin. Sein. Ja, da bist du. Hallo? Dave, ich hab gefunden! Ich habe aber nur leider die falsche Leiche gefunden. Wow! LOL! Schwen, Alter. Du bist sowas von verraten!
Du bist sowas von dran, Sven. Dave und ich haben nämlich gerade die ganze Zeit die Leiche von Felo gesucht. Sven, du bist ja so krass, Junge. What the heck, Alter? Hast du das einfach durchschnittiert? Ich bin einfach nicht genug Papier genommen. Ich glaube, wir müssen den Kill-Cooldown höher stellen. Ich glaube auch. Die scheint das, glaube ich, doch wieder auf 30. Aber ich bin es nicht. Cool, also, ich bin hier innocent. Nee, definitiv nicht. So, dass ich tut mir leid, Schwinn, aber ich und Dave haben gerade zusammen eine Leiche gesucht. Ich finde dann also ich glaub, direkt unterhalb von dem Decontamination, ja, die gelben. Ich glaube, Sven ist es. Also, in der kurzen Zeit hätte Dave die nicht killen können, ohne von mir weg zu müssen. Naja, der Witz ist, ich bin mit Schwarz und Gelb rumgelaufen, ne? Gut. Also die Leiche wirkt offenbar auch noch frisch. Ich habe heute das erste Mal die Post über 21 Mal gemacht. So, ich hau direkt ab. Ich hab keinen Bock auf die. Irgendwie weird, ne? So rumzulaufen und dann zu hören und dann ist auf einmal weg und tschüss. Warum höre ich hier jemanden gerade dauerhaft? Keine Ahnung, ich höre dich auch durchgehend. Habe ich das zu hoch? Wie höre ich denn hier gerade die ganze Zeit? Ich höre dich. Ich höre auch jemanden. Ich höre dich durchgehend. Ich habe gerade mal in die Settings geguckt. Oh, ich dachte. So, ich wollte weg. Ich war auch. Ich habe da unten meine Task. Also ich gehe jetzt mal, irgendwo hin, wo ich keiner mehr hören kann, ja? Okay. So, hier dürfte ich mich eigentlich nicht hören, aber ich höre noch jemanden klicken. Wer ist das? Gabo, sprich mit mir. Hörst du mich? Ja, Gabo und ich haben den Bug, ist ja geil. Also Leute, ihr könnt mich und Gabo die ganze Zeit hören, läuft ja. Das heißt, ihr wisst, wenn wir sterben, dann reden wir einfach weiter, ne? Okay. Ich liebe diesen Bug bei der Mod. Obwohl, bei Gabo kann es auch einfach sein, dass er die ganze Zeit in meiner Nähe ist. Nein! Aber für die anderen, die Shining und ich hatten die Leiche im Office gefunden. Oh Gott, hab ich mich erschreckt, ey. Läuft einfach die Mod, ne? In Office, okay. Ja, der lag da an der Tür. Hin. Ja, komm. Er hat den Shining gewotet. Dave wahrscheinlich. Nein, ich hab mich selbst gewotet, jetzt ohne Scheiß. Ich hab mich selbst gewotet, was wollt ihr überhaupt? So, ich gehe jetzt dahin, wo ich gerade eben hin wollte. Jo, Shiny. Ey, Dave, kannst du mir noch hören? Könnt ihr euch noch hören? Oder habt ihr den Bug jetzt gelöst? Zwei Leute in Weapons, ich kann es sehen. Okay, Korb, bitte töt mich nicht. Bitte, nein, bitte. Ich sag nichts, ich sag bitte, nichts. Bitte, lasst mich am Leben. Ich geh nach oben. Okay, wo oben? Ich geh rechts. Okay, das haben wir gelöst, Grub. Wir haben die Welt gerettet. Das ist ein schönes Tag-Team. Hast du auch noch was gesehen? Ich habe gerade eben einmal hier das Labyrinth gemacht. Ich muss hier eben ran. Achso, okay. Es ist schön, den Dave die ganze Zeit zu hören. Okay, keine Leiche. Ich finde es schön, dass ich gerade aufnehme. Ich habe Daves wunderschönen Gesang. Upload ist so schön. Ich mach mal die Lichter, ne? Rein! Ah, rein! Hör da raus. Hallo. Ich hab gleich noch ein Blut. So rein ist die Luft. Hallo, die Luft ist so rein. Dave, du singst wunderschön. Ach ja. Ach ja.
Apollo 13, bist du geschafft wieder? Hallo? Keiner da? Och, immer diese Lichter! Hä? Meine Maus buggt! Meine Maus buggt! Meine Maus hat rumgebuggt! Oh mein Gott, alle sind in einer Linie. Was ein... Meine Güte, ey. Und gleich da drüben. Die nächsten. Und wieder fast alle in einer Linie. Das ist ja krass. Ey, warte mal, ich hab hier etwas. Du hast es auch gesehen, oder? Was? Dass da unten was liegt. Gesehen. Ich hab da ganz was am Rande von der Kamera was gesehen. Glaube ich, das die Leiter. Gott, hast du es echt nicht gesehen oder wolltest du mir einen Schock geben? Ja, ist so shiny, ich hab's doch gesehen. Ich hab Schwen vor Gobs Augen getötet, direkt reported. Ja Leute, das war's auch schon wieder mit Among Us. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und vergisst nicht, die anderen Kanäle zu besuchen, falls euch die interessieren. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal. Tschüss!